Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, ja, hi. Jasmin, ich frage dich einmal und auch nur einmal, kommst du mit zu deiner Mission? Gleich. Okay, ich wollte gerade schon nochmal fragen, ne? Das hätte dann gegen meine Prinzipien verstoßen. Dann wolltest du ja nur einmal fragen, du. Ja, in der letzten Aufnahme habe ich vielleicht den Videoschnitt nicht mitgenommen. Welchen Videoschnitt? Also, um es kurz zu halten, wir sind stolzer Besitzer eines Erdbohrers und wir haben ein bisschen abgebaut und ein paar Abenteuer erlebt. Und wir haben, doch, ich habe aufgenommen, nur ich glaube, aber ich habe kein Bild mit aufgenommen. Ja, das ist sehr schlau von dir. Ah, richtig intelligent. Mal wieder Patrick-Style. War so klar. Und ich hatte in der Zeit, wo du weg warst, hier Rambazamba, ey. Ja, tatsächlich. Also wir hätten Ton ohne Bild. Shitten. Ja, schade. Schade? I guess, das war eine lustige Runde. Ja. Ja, ja klar, dass du wieder Scheiße baust. Ja. Hm. Ja, ich hab, ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab Scheiße gebaut. Ja. So, nichtsdestotrotz, ja, weiter geht's. Ruf gepfiffen. Wir haben eigentlich nur ein bisschen philosophiert, wie wir vielleicht demnächst weiterbauen werden. Wir haben mit dem Erdbohrer Spaß gehabt in einer Mine. Wir haben Besuch gehabt. Wir haben festgestellt, dass Whitney Houston in der Stadt ist. War. Yassi hat sie nämlich erschossen. Ja. Ja. So. Das ist ja eigentlich die Kurzfassung der letzten Runde gewesen. Also Yassi, der Sadist, ist, falls ihr gut singen könnt, ne? Tut's nicht. Nicht in ihrer Nähe. Die ist krank. Du bist krank. Was? Wer? Was? Warte mal, ich mal gucken, was ich hier alles mitnehmen kann. Ja. Ich fäll in der Zeit mal hier die verrotteten Bäume. Trinken haben wir gar nichts. Da vielleicht nochmal reingucken. Was war Bier? Bier. Ich trinke ein Bier, es ist gleich 4. So, Zeit fürs Bier. Ja, hier ist noch nichts nachgespawnt, denn, gut, ich dampfte mal los. Ich komm doch mit, warte doch. Ich will mir nur Essen und Trinken einpacken, mein Gott. Oh, die ist wieder so toll vorbereitet. Ist der doof. Ja, du hast leider, du bist halt der Erste. Hast du mal was zu trinken? Hast du mal was zu essen? Ich bin echt da. Ich hab ja gar nichts mitgenommen. Ich bin Survival-Experte, Jasmin. Ich ernähre mich von Käfern und Würmern und trinke aus Pfützen. Ich muss das jetzt mal alles wegpacken. Tatsächlich kein Platz mehr. Halt ein Sappel, ja, bei dir auf dich muss ich auch ständig warm, wenn du rauchen gehst. Ja, bitte, Jasmin. Das ist doch vollkommen ungesund. Na, deine ekligen Kippen da. Macht doch kein Mensch mehr heutzutage. Außer man heißt Fettrick. Ich heiße nicht Fettrick. Was heißt du? Nein. Ja. So, in welche Richtung muss ich denn walken? Da. Ja, warte doch auf mich. Ja, ich mach doch ganz gemütlich, Jasmin. Ich fäll hier Bäume und guck zwischendurch in Autos. Das ist ja doof, ey. Oh, mal reingucken hier. Oh, getönte Scheiben, ich sehe gar nichts. Die Kopfhörer tun an meine Ohren schon wieder weh. Hm. Vielleicht solltest du mir Sport treiben. Hä? Vielleicht musst du mal öfter mit den Ohren wackeln, damit du da ein bisschen abnimmst. Ich schlacker hier jeden Tag mit den Ohren, du glaub mal. Oh, cool, eine Stufe 3 Axt. Stufe 3? Ja, zum Verkaufen. Warte doch mal auf mich, Mann. Was bist du denn, Junge? Ja, auf dem Schrottplatz hier, ne? Ich muss hier mal so einen Wrack abschleppen. Warum wartest du nicht auf mich? Ja, weil ich hier am Recyceln bin, Jasmin. Es ist 4:24 Uhr. Meine Arbeitszeit hat begonnen.
25, ja. Ja, oh Gott, diese Zeitsprünge. Habe ich eigentlich Punkte? Yo, ich habe 12 Punkte. Okay, habe ich noch gar nicht eingesetzt. 12 Stück, ey. Glaubst du das? 2 habe ich an der Zahl. Ich habe 12. Willst du nochmal hören? Ja, ja. Sag mal nochmal. 12. Geil. Ich weiß. Sind die auch meine. Muss ich nachher mal gucken, wo ich die einsetze. Wo bist du denn? Bist du schon wieder weggelaufen? Alter, willst du... Du bist so richtig lustig, ey. Du hast mich gefunden, Jasmin. Ich hab schon lange nicht mehr so lange gedolle gelacht. So lange so dolle? Du hast mich gefunden. Ist das nicht herrlich? Ja, auf otto.de habe ich dich gefunden. Haben wir Verstecken gespielt. Gefunden auf otto.de. Könnten wir ja mal wirklich machen. Nehmen wir uns hier so ein kleines Gebiet und dann spielen wir da Verstecken. Das bringt uns was? Nix, nur ein bisschen Fun. Und Experience und Teambildung. So, ich nehme hier nochmal ein paar mechanische Teile. Achso, das haben wir letzte Folge auch festgestellt. In Amerika haben die ganzen Einkaufswagen Motoren. Während wir in Deutschland traditionell noch mit der Hand schieben, müssen die Amerikaner vor jedem Einkauf erstmal einen Ölwechsel am Einkaufswagen machen. Deswegen sind die auch alle so fett da hinten. Ja, nee, weil die holen sich da... nichts mehr selber machen. Alles maschinell. Ja, die arbeiten ja dran, ne? Dr. No ist ja volle Unterstützung. Der Arme, ey. Also so arm ist er nicht. Ich glaube, der verdient damit ganz gutes Geld. Mann. Shut up, boy, ey. Wo ist denn jetzt meine Mission? Da hinten, oder was? Ja, da mit dem gelben Ausrufezeichen. Hallo? Anybody on the Spielplatz hier? On the Spielplatz. So. Ja, ein bisschen Holz unterwegs mitnehmen hier. Können wir immer gebrauchen. Die hat auch wieder eine Mission am Ende der Welt, ne? Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe hier noch gar keine Zombies gesehen. Kommt noch. Haben wir die Apokalypse überstanden? Schön wär's, ey. Leerer brauner Kleinbus. Ein Minivan. Schon wieder hier hinten in der Ecke? Oh nee. Nicht hier schon wieder, ey. Bin ich doch letztes Mal fast gestorben, ey. Das ist, glaube ich, am Bauernhof dahinter, ne? Oh Gott. Dieser Ton, ey. Rang. Bedem, bim. Da ist ein Zombie. Oh ja. Hallo. Manfred. Keine Gnade, hä? Keine Gnade, Alter. Der hat noch einen Liegestütz gemacht, da wurde er gleich wieder abgeknallt. Auf geht er, der Peter. Auf geht er, der Peter. Da liegt schon ein Halt. Ruhe. Oh. Sag zu mir Ruhe und schießt hier mit der 9mm rum. Ja, weil die geschlafen hat. Ja, genau. Der unschuldige Typ, der hier nichts macht, außer das Auto klauen, ja?
Auf dem, der wird wieder angegriffen. Das ist so typisch. Der losgejumpt jetzt auf dich drauf, ey. Das war ja geil. Das ist total unfair, weil du schießt auf den und der denkt so, oh, der Penner klaut meine Karre. Das war lustig. Kacke Asche, ey. War doch cool, ey. Karierter Kackarsch. So. Oh. Ah! Warum Jesus, sind die grün? Ey. Konnte gerade gar nicht so schnell gucken, ey. Ich stelle mir gerade vor, wie der Blick so hinterherhängt. Mann, du dickes Ding, geh hier weg. Du standst mir eben auch voll im Weg, ey. Ja, aber ich habe ja auch den Müll durchforstet. Das ist was ganz anderes. Oh, Gammelfleisch. Und trübes Wasser, geil. Gammelfleisch. Und trübes Wasser. Und Potatoes. Und Maiskolben. Den könntest du dir bei Bedarf auch in den Mund schieben. Falls du mal Hunger hast. Ja, 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 ja. Ich habe des Öfteren daneben geschossen. Hat man gar nicht gemerkt. Noch ein Glück. Ich dachte schon, meine Kompetenz spricht für sich. Sowieso. Ich hab hier ein mulmiges Gefühl. Vor allem haben wir voll nicht viele Munition. Also voll nicht viel Munition. Brauchst du was? Nein. Nee, bis jetzt noch nicht. Ich hab ein bisschen was mitgenommen. Sehr schön für dich. So viel haben wir ja gar nicht. Ich gehe mal ins Obergeschoss. Wollen wir nicht erstmal hier unten sauber machen? Ja. Hier liegen zwei Holzfäller. Ja, putz die mal. Nehmen wir mal nicht. Ja. Ja, hau bloß ab, Schatz. Hau ab. Lauf ruhig weg. Ja, natürlich. Ich musste nur ein Stück zurück, weil ich gerade voll in die Fresse gekriegt habe. Eieiei. Habe ich 13 Punkte und bin Level 69. Ja, das ist schön, eine schöne Bilanz, oh, oder? Heftig, ey. Aus 2 macht 2 Millionen. Die kam jetzt so unerwartet durch die Tür. Die kam von überall. Also ich habe jetzt nicht mit Besuch gerechnet. Hier kamen wir her. Alter, schneicht die, ey. Ja, da können wir doch jetzt hochgehen, ne? Wie viel Munition habe ich jetzt noch? Ach, ein bisschen habe ich noch. Ich lade schon mal nach. Steige auf wie eine Treppe, die nach oben geht. Aha. Ich bin mit Joshua im Badezimmer. Joshua? Ja, ja, der auf diese Namen, Schild ey. Hier. Ja, genau, er kommt Grüne. Zu mir. Hier ist noch einer. Scheiße, meine Knarre ist kaputt. Oh, leck mich doch am Arsch. Auch das noch. Oh. Jesus, hö? Wo bist du denn? Ah, hier, der kommt ja gleich kommen, durch die Tür. Hier kommen noch ein paar. Bulle. Ja, ballern. Genau. Ich musste auch gerade nachladen. Boah, Alter, was ist denn das für eine Grütze hier, ey? Okay, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall. Cool. Oh. Nein, nein, nein. Okay, ich gehe hier lang. Alter, was war das denn, ey? Was ist das? Ödlandschätze. Cool. So, ein bisschen Munition, um das Ganze wieder abzurunden.
Ja, haben wir doch kaum Verlust gemacht, hm? Wieso redest du denn so komisch? Weiß ich nicht. Hab ich irgendwie Lust zu, hm? Gott, dieser Typ, ey, macht mich wahnsinnig. Bist du verrückt wegen oder nach mir? Kein Kommentar. Ja, okay. Gibt nur Ärger. Ja, wir behalten das lieber für uns, ne? Jetzt kommen die Neider. So. Ja. Hier geht's nach unten. Okay. Ja, fertig. Labyrinth. Ja. Schön. Jetzt könnten wir zum Händler. Ich habe tatsächlich sogar Plus gemacht mit der Munition. Schön für dich. Danke. Ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet. Ja, also, heißt doch gut, ey. Bin ich ehrlich jetzt, ne? Das kam ganz unerwartet. Und plötzlich war ich reich. Lea. Das ist ein Frauenname. Lea? Ja. Okay, ich muss mal was zippeln. Ja. Pfeift dir mal wieder was im Kopf hier, ne? Da gönn dir mal ordentlich einen Hobel. Ich muss das Wasser auch erschlagen. Sehr merkwürdig. Hat dir das Wasser was getan? Bist du sauer? Naja, hast du das Wasser? So, ist jetzt schon beim Händler oder was? Aha. Real life hero, and now he wants to be paid. Achso, ich muss mir erstmal was aus. Oh. So, einmal das Inventar bitte. Ich möchte hier ein bisschen was loswerden. Das werde ich jetzt auch nicht reparieren. Wieso ist das so ein Nebel? Hat der einen gebufft oder was? Würde auf jeden Fall sein Verhalten erklären. Wieso kann ich denn jetzt... Oh, wenn du mit ihm redest, ey. Mann. Stimmt. Ja. So, was hat er denn noch hier im Angebot? Amboss, Honig, Schrotflinten, Eisen, Pfeil... Barbie, der Film, der ist bestimmt cool. Mhm. Sah auf jeden Fall lustig aus gerade. Oh. Sollen wir mal Bilder machen? Der hat 4x4 Truck-Zubehör, aber das ist zu teuer. But I bet you got dysentery the way you smell. So. Gönn dir. Ich schaue mir noch mal schnell eine Mission fürs nächste Mal. Kann ich mir denn noch holen, was ich brauche? If you want work from, what are you standing there for? Don't you have? So, meine nächste Mission wäre eine Handelsroute wieder zu öffnen zum neuen Händler. Das riecht ja auch hier, als hätte er einen weggeknuspert da, ne? So, was wir noch brauchen würden, wäre Nitrat. Aber ich habe jetzt sowieso kein Benzin in der Kiste. Wo kriegen wir denn Benzin her? Tankstelle. Tankstelle wäre... Boah, wo war denn die Tankstelle? Hier ein weiter, ne? Stört dich das, wenn ich schon mal so ein bisschen umherdüse? Mhm. Brauchen wir einen fortgeschrittenen Blasebalg? Ja, nimm mal mit, wenn du dir den leisten kannst. Mhm, kann ich. Ich glaube, den brauchen wir für die Schmiede. Geht schneller, ne? Ja. Ich glaube, das war für die Schmiede. Kannst du jetzt aber auch nicht genau sagen.
Nee, kannst du nicht. Nee, aber ich kann es dir ungenau sagen, wenn du möchtest. Ja, sag's mal ungenau. Okay, ungenau brauchen wir das vielleicht, vielleicht auch nicht für die Schmiede. Hm. Toll. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Ja, ganz toll. Elektrozaunpfosten. Könnte ich auch holen. Ja, die habe ich jetzt nicht geholt. Habe ich die bei mir schon installiert? Nee, ne? Scheiße. Ja, dann hol die mal. Ah, ich wusste doch, hier irgendwo ist eine Tankstelle. So. Ich glaube auch... Hier habe ich keine gesetzt bis jetzt. Ja, ja, lass mal. Gut, dass ich nicht verstehe, was er zu mir sagt. Der beleidigt mich bestimmt gerade richtig. Ja, das kann sein. Das macht er bei mir auch immer. Mistkerl. Undankbarer Schnösel. Ey, wie synchron die laufen. Eine neue Quest annehmen hier. So, haben wir hier noch ein bisschen Benzin irgendwo? Hallo? Dann was hat meinem Arsch gesagt? Was hat er mit deinem Arsch? Get out with your ass oder so. Beweg deinen Arsch raus, ne? Ja, ja, so ungefähr. Arschloch. Das kam ja nicht von mir. Ich meine ja auch nicht dich. Ach komm, hör doch auf, das glaubt dir jetzt keiner mehr. Wir haben es alle gehört. Ich kaufe ihm hier Sachen ab, ey, und er beleidigt mich. Er denkt auch, er wäre der King, nur weil er der Einzige ist hier. Er ist nicht der Einzige, witzigerweise. Ja, aber er sollte trotzdem mal ein bisschen netter zu seinen Kunden sein, ne? Ratzfatz haben wir gewechselt. Naja. Wo bist denn du jetzt? An der Tankstelle. Oh oh. Okay. Ein Glück, ich bin nicht infiziert. Oh, ey, warum krieg ich hier immer die. Wieso müsst ihr immer krabbeln? Ihr seid doch keine Tiere. So macht man das. Ein Schuss, Headshot. Ja, ich hab ihn ja eine gelatzt, ne? Naja, du kannst auch nur schlagen. Aber die benehmen sich halt wie die wilden Tiere. Voll besessen, so weißt du, benennen sich wie die Ventiere. Ja, ich meine, wo sind deren Manieren, ja? Na, stimmt. Gottes Willen. Da ist den schon immer höher, ey. Eia. Du kleine Bitch. Na, na, na. Der hat mich verarscht, hat er mich. Der hat sich totgestellt. Der lag da. Und plötzlich hat er mir eine verpasst. Ist nicht wahr. Ist ja wohl wahr. Was ist das? Trommelmagazin? Warte. Aha. Was ist das? Verbessert die Bandenabwehrbewegung, schießen aus der Hüfte. Hüfte. Na gut. Also irgendwie stimmt was mit dir heute nicht. Mhm. Redest so komisch. Mhm. So. Jetzt kann ich das Benzin nicht mitnehmen. Okay. Hab's. Ich habe doch noch einen freien Platz gefunden. Draußen ist ein Hühnchen, Jasmin. Bock, bock. Bock, bock. So. Gucken wir hier nochmal rein. Cool Stitches. So, da sind es nur noch 6. Hier hau ich mal ganz schnell ab. Oh. Das ist eine Tankfabrik. Also so eine
Das ist eine Gasfabrik. Das ist ja geil. Kann ich mit dem Fahrrad gar nicht einstecken, ne? Na ja, gut. Hier wird das ja keiner klauen. Das sieht aus wie eine sichere... Alter Schwede. Das sieht aus wie eine sichere Gegend. Das sah ja cool aus. 36 Stones. Heute nicht für mich, aber Holz und ein Lappen. Das ist ja ein Lappen zum Lappen. Ne? Oh mein Gott! Boah, was war das denn, ey? Hier ist was explodiert. Selbst das Huhn ist gesprungen. Was ist dein Problem da jetzt? Ich glaube, da war eine Mine drin. Ich hoffe, das hat die Pässe jetzt nicht kaputt gemacht. Hä? Wieso wird das jetzt so dunkel? Oh nein, die ganzen Benzinfässer sind kaputt. Du bist so dumm, ey. Hä, nicht wegen... Oh, scheiße. Bist du sicher, dass das nicht wegen dir war? Ja, hier ist einer auf eine Mine getreten und dann ist hier alles explodiert. Oh, der hätte das nicht gegönnt, nicht? Oh, so ein Missgönner. So ein Wexer. Warst du das, du Penner? Den habe ich gezeigt. So, hier kommen wir auch nach oben. Ja, toll, jetzt das ganze Benzin weg. Hier war alles voll mit Benzin. Tja. Also mit Fässern. Ja, ist mir schon klar. Also Benzinfässer, ne? Nicht, dass wir uns da missverstehen. Hier ist ein Rucksack und hier ist kein Weg vorgesehen, ne? Hm. Hattest du jetzt eigentlich Nitrat nochmal irgendwie? Nee, habe ich noch nicht abgebaut, weil ich noch kein Benzin weiter hatte. Ja, weil wir brauchen das für die Munition, sonst wird das wieder ganz schön knapp. Ja, ich wollte jetzt demnächst dabei gehen. Wir haben jetzt Tag 24. Oh, ja, wird so oder so knapp. Deswegen ne? sage ich. Ich brauche das. Aber glücklicherweise bin ich ein professioneller Schütze, so dass ich nicht so viel Munition verschwende. Fragezeichen? Ja, also wir brauchen wirklich jetzt Nitrat noch, ne? Ja. Ich kümmere mich gleich drum. Deswegen bin ich ja hier reingegangen, ne? Um ein bisschen Benzin zu holen. Und dann können wir im großen Stil mit dem Erdbohrer Krach machen. Ich nehme jetzt auch nur das mit, was ich schleppen kann. Oh, Sportmunition geht nicht. Ist halt so. Also Kugeln. So. Falsche Taste. Und nochmal 50 Munition. Dann kommen wir hier noch. Oh Gott. Schade, dass das nicht voll mit Benzin ist. Dass du hier sowas abzapfen kannst aus den großen Lagersäulen hier. Okay, ich konnte jetzt hier eine Tür aufmachen. Warum? Wow. Der ganze Aufwand für einen Karton voll Müll. Na, wenn ich mich nicht glücklich schätzen kann, wer dann? Ja. Hier bin ich jetzt. Ich gehe mal wieder rein in die Lagerhalle, gucken mal, ob da noch irgendwo ein bisschen Benzin ist. Das ist jetzt die Etage. Hier geht's nur runter. Da geht's da hoch, wo ich eben war, oder?
schätze ich jetzt mal. Bin ich einen unkonventionellen Weg gegangen? Wäre jetzt dumm? Ja, wieso fragst du? Wolltest du eine neutrale, außenstehende Meinung hören? Nee. Hey. Ja. Kannst du das bitte unterlassen? Du brauchst Hilfe, ich höre das. Oh oh. Ich will eigentlich nur nach Hause. Brauchst du Hilfe? Nö. Hier ist ja nichts los. Nee, hab ich auch gerade abgeknallt. Gibt es hier noch einen anderen Eingang oder muss man das echt kaputt... Oh, die hat doch so viel HP, ne? War das nicht so? Dann gucke ich mal lieber nebenan. So, nicht da reinfallen. Was ist da drinne? Oh! Ah, nee, ich kann es nicht mitnehmen. Hast du auch dein Fahrrad mit, oder? Ja, aber ich bin hier gerade in so einem Silo. In Silo bist du? In einem Silo. So, und den Karton. Ganz wichtig. Gut. Geht von innen auch nicht. Frühstück hier. So, ich mach mir mal einen Weg in die Freiheit. So. Dann gehen wir gleich nebenan auch nochmal rein. Zumindest mal gucken. So, hier haben wir. Toll. Okay, so. Ich habe leider nicht die Menge Benzin, die ich eigentlich haben wollte. Aber ich werde damit. Also, ich werde es mal für Nitrat verbrauchen, sage ich jetzt mal. Ich bin zu Hause, wollte ich nur sagen. Ja, ich weiß, wir wohnen zusammen. Nein, ich meine nicht. Ja, ein Dings. Gibt's hier auch noch Benzin zu holen? Nee, ne? Oh, da schaust du in eine Röhre, ne? So, Müllstapel kann ich nicht mitnehmen. So. Ich hab schon wieder Hunger. Ist das so? Das, ja, und es sieht ziemlich mau aus. Ich habe zweimal Katzenfutter. Naja, besser als nichts, ne? Für den hohlen Zahn reicht das. Für deinen hohlen Zahn. So, nächste Folge geht's weiter. Wir werden nächstes Mal ein bisschen Nitrat sammeln, schnell Munition herstellen, denn wir sind kurz vom Blutmond. Es tut mir echt leid wegen der letzten Folge. Die wäre echt genial gewesen. Schade drum. Gut, kann man nichts machen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.